kommunistische Regime hat geschafft, das jüdische Glauben abzuschaffen. Aber in unseren Pässen damals stand unter Ziffer 5 Nationalität. Nummer 1 Name, 2 Vatersname, Nachname, 4 Geburtsdatum, 5 Nationalität. Da stand Juden. Bei Russen stand Russe. Wenn ihr möchtet, ich versuche irgendwo meinen Pass zu finden, wenn ich ihn noch finde. Nicht mehr gültige, sowjetische, da steht. Ich bin so geboren, ich habe es mir nicht ausgesucht und ich hatte auch keine Chance und hatte auch nie Lust, mich zu verstecken. Ja, meine Mama war Holländerin. Na, und die holländischen Juden waren gleichberechtigt seit dem 16. Jahrhundert. Also gleichberechtigte Bürger. Also warum sollte sie sich verstecken? Die hatten nie einen Grund, sich zu verstecken. Ich war, glaube ich, 8 oder 9. Und dann haben mir meine Eltern erzählt, dass wir Juden sind und so weiter. Und ich habe wirklich geweint als Kind, weil Jude zu sein bedeutet, weil das Wort Jude war am Schulhof, ist eine Beleidigung. Die Entscheidung, in die Bundesrepublik zu gehen, hat meine Mutter getroffen. Sie machte sich Sorgen, wie es weiter gehen wird dann in Russland. Und sie hat sich überlegt, aus Russland auszuwandern. Und dann hat meine Mutter in der Zeitung von diesem Programm der Bundesregierung erfahren, dass Deutschland jüdische Menschen aus der ehemaligen UdSSR einlädt. Und dann ist die Idee gekommen, dass das ist legal, das ist in Europa und das könnte das Richtige sein. Die Visa waren bewilligt, sogar einiges, also Gepäck war schon in Israel. Dann haben sich meine Eltern aber für Deutschland umentschlossen. Manchmal geben meine Eltern als Motiv an, dass in Israel eben auch Krieg gewesen ist, dass man mit Gasmasken empfangen wurde am Flughafen, falls Saddam angreift. Manchmal sagt mein Vater auch, naja, wegen dir, nicht Israel, weil du wärst dort Jude zweiter Klasse, als patrilineare Jude ohne jüdische Mutter. Ich denke, dass wir in Erinnerung rufen müssen und halten müssen, dass die Initiative für die Einladung sowjetischer Juden von einem jüdischen Kulturverein ausgegangen ist, der auch um die Jahreswende 1989-90 erst gegründet wurde, und zwar von der jüngeren oder gewissermaßen der Kindergeneration von Juden, deutschen Juden, die als Kommunisten im Exil waren und dann ganz bewusst in die DDR gekommen sind, um den anderen, besseren deutschen Staat aufzubauen. Ich selber bin mit meinen Eltern dann 1947, als ich 3 Jahre alt war und meine Erinnerungen begannen, nach Berlin zurück. Meine Eltern wollten sozusagen aus politischen Gründen am antifaschistischen Aufbau Deutschlands teilnehmen. Mein Vater war Komponist und auch Musikwissenschaftler. Er ist 33 emigriert, er war auf einer Gestapo-Liste, weil er nicht nur Komponist und Musikwissenschaftler war und Jude, sondern auch noch Kommunist. Und das ist, wie bekannt, eine nicht so gute Verbindung. Ich habe nie verstanden, warum mein Vater zurück wollte in ein Land, was ihn zum Tode verurteilt hat, und warum meine Mutter in ein Land wollte, was sie auch nicht überlebt hätte. Und dann kam Nathan Notowitz, den sie aus dem Widerstand kannten in den Niederlanden. Und dann kam Anna Segers und sagte zu meiner Mama, wir brauchen dich hier, um die Trümmer in den Köpfen der Menschen aufzuräumen. Kommt her.
Ja, dann haben sie meinen Eltern oder meinem Papa einen Job angeboten und eine Wohnung. Und so hat die Familie sich dann entschieden, nach Ost-Berlin zu gehen im Jahre 1952. Wo jeder sagt, ey, spinnt ihr? Ja, das war die Zeit der Prozesse. Im Sommer 1952, am 21. August 1952, wurde die Blüte der sowjetjüdischen Literatur in der Ljubljanka erschossen und die gehen nach Ost-Berlin. Wir sind ja die Geister vom Kommunismus. Also wir hatten eigentlich eine, sag ich mal, eine atheistische Familie. Also da wurde nie wirklich von Gott geredet. Oder allgemein auch ja von der jüdischen Kultur. Habe ich natürlich was mitbekommen als Kind, aber ich habe nie wirklich darauf wirklich geachtet. Wenn ich sage, ich fühle mich jüdisch, dann denke ich in erster Linie an meine Großeltern und an die Musik. Meine Frau Lea und ich sind aus New York nach Berlin am 6. August 1996 mit einem Einwegticket gekommen. Ich bin auch gewachsen in einer Familie, wo wir sehr weit entfernt waren von alles, was mit Deutschland zu tun hat. Wir haben keine Bosch oder AEG-Waschmaschine gekauft und keine deutsche Otto gekauft, weil meine Familie hat viel im Holocaust gelitten, wie viele andere Millionen von Juden. Mein Urgroßvater Salomon Teichtor war am 27. Januar 1945 auf dem Todesmarsch von Auschwitz nach Mauthausen war ermordet. Und 63 Mitglieder der Teichtor-Familie sind leider auch ermordet worden. Meine Familie teilweise war aus Deutschland schon 300-400 Jahre zurück. Meine Eltern hatten wirklich viel damit zu tun, die neue Existenz sich aufzubauen, aber eben auch das neue Selbstverständnis. Also das ist, glaube ich, das fast kompliziertere gewesen. Jetzt ist man da, das große Abenteuer ist eigentlich nur noch ein Alltag und das Leben fühlt sich nicht besser an. Zumindest ist das mein Eindruck. Die Freunde sind weg, das Lieblingstheater ist weg. Die Selbstverständnisse sind weg. Was da ist, ist ein Land, das man nicht versteht, eine Sprache, die man nicht spricht und einfach auch die Frage, was macht man hier? Also, wo finden wir hier Sinn? Ich fühle mich in Deutschland wie in einem Hotel. Also, in einem, dass ich hier, dass ich wohne nicht zu, in einem Haus, also ich wohne in einem Hotel. Ja. Ich fühle mich wohl, gut. Ja, aber trotzdem, ich kann das nicht als mein Heim bezeichnen. Ja, und dann langsam war das anders. Also es gibt zumindest kein anderes Land in dieser Welt, die für mich sozusagen mehr Heimat bedeutet als Deutschland. Vorlage 1233. Antrag Initiative Frieden und Menschenrechte, Aufruf zur Aufnahme sowjetischer Juden in der DDR. Wir unterstützen den beiliegenden Aufruf des Jüdischen Kulturvereins in der DDR zur Aufnahme sowjetischer Juden in der DDR und bitten den Runden Tisch, in diesem Sinne zu entscheiden. So, und dann haben wir also am 8. Februar geschrieben, Aufruf zur Aufnahme sowjetischer Juden in der DDR. Seit Wochen hören wir von antijüdischen Pogromdrohungen in verschiedenen sowjetischen Städten. Antisemitische und nationalistische Kräfte haben sich organisiert und bedrohen das Leben von Juden. Diese Entwicklung bedroht nicht nur Menschenleben, sie stellt auch den Erfolg der Perestroika in der Sowjetunion in Frage. Eingedenk der Tatsache, dass bei der Judenverfolgung und Vernichtung durch den deutschen Faschismus die ganze Welt zugesehen hat, rufen wir auf, die deutsche Schmach der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Ein talmudisches Gesetz sagt, naja, es kommt dann hier auf Hebräisch, alle Gesetze müssen gebrochen werden, wenn ein Leben gerettet werden kann. Deshalb fordern wir, dass die DDR Voraussetzungen zur sofortigen Aufnahme von sowjetischen Juden, die es wünschen, unabhängig von bestehenden Rechtsvorschriften schafft für den jüdischen Kulturverein. When the wall came down,
there were the stirrings of a new beginning for Berlin. And I felt that very strongly in the Jewish community in East Berlin, that they felt that this was a new beginning. They had lived for many decades under very different models of countries. And that, of course, also affected attitudes between people, attitude between Ossis and Wessis, and also between Ossi-Juden and Wessi-Juden. Mit dem Elitenwechsel, also Schäubles Elitenwechsel und dem Austausch der DDR-Intellektuellen durch die westdeutsche Intelligenz, dass ich ja meinen Job in der Akademie verloren hatte, dass ich durch den ganzen Evaluierungsprozess gegangen bin, dass ich zwar positiv bewertet worden bin, also im Prinzip irgendwo hätte integriert werden müssen, aber der Vertreter der KAI dann irgendwann gesagt hat, Frau Kant, ich kann für Sie nichts finden, Sie müssen aus dem Land weg. Ich muss ja ein Gräuel gewesen sein für die neuen Herren. Links, frech und außerdem noch erfolgreich. Ja, also das sind drei Dinge zusammen, die gehen gar nicht. Ich muss allerdings sagen, bin ja von Haus aus Wirtschaftshistoriker. 89, 90 habe ich verstanden, wie der Umbruch 33 war. Und zwar jetzt nicht von der Brutalität her, sondern von der Gesinnung her. Ja? Die sogenannten Wendeelse, ja, das waren ja 33 folgende, waren das die sogenannten Märzgefallenen, die also im März 33 noch ganz schnell in die NSDAP eingetreten sind. Ab Mai 33 war ja Aufnahmestopp erstmal für eine ganze Weile. Die Nazis hatten das sehr gut im Gespür. Und was ich da erlebt habe an Wendehälsen, Umfallen und so weiter. Ganz grundsätzlich ist es für mich in Deutschland immer eine herausfordernde Identität. Weil einfach immer noch sehr, sehr viele antisemitische, rassistische Scheiße passiert und sehr viele Menschen das abstreiten. Derjenige, der gegen den Jude ist, ist nicht nur gegen den Jude. Er ist heute gegen den Jude, er ist morgen gegen die anderen Menschen aus anderen Minoritäten, vielleicht gegen Islam, übermorgen gegen Frauen, gegen Homosexuelle. Der Jude ist nur der leichtesten, attraktivsten Kandidat. Jeder Mensch, der Demokratie respektiert, muss wissen, dass niemanden ist Außenstehender. Eufen Pripyatschik brennt der Feuer und der Sturm ist heiß und der Rebe lernt kleine Kinder